In diesem kleinen Tutorial schauen wir uns die Report-Modifikation an. Das heißt, wie können Sie bedenkenlos und relativ einfach einen Report verändern? Und ich zeige Ihnen auch ein, zwei Grundsätze hierzu. Einen Report verändern können Sie unter Fragezeichen Report der Ausdrucke. Hier wählen Sie den ersten Eintrag, denn der ist maßgebend für alle Zahlungsarten. So, wir haben jetzt einen sehr, sehr großen und langen Report vor uns, der alle Zahlungsmodalitäten oder die verschiedenen Fälle beinhaltet. Sowohl Rechnung, Lieferschein, Angebot, Bestellung, Bar, EC-Verkauf oder Scheckverkauf. So, warum ist das alles in einem Report? Ganz einfach, wenn Sie nämlich eine Veränderung machen, brauchen Sie das nicht in jeder Modalität machen, das heißt in jeder Zahlungsart, sondern nur einmal. Und das ist der große Vorteil. Jetzt generell, was dürfen Sie verändern und was dürfen Sie nicht verändern? Die Bereiche Seitenkopf nach oben dürfen Sie verändern und hier Seitenfuß. Seitenfuß bis zu einem Gruppenfuß. Diesen Bereich dürften Sie auch modifizieren. Und das ist zwar bedenkenlos, das ist unkritisch. Alle anderen Informationen sind ja Informationen, die dann ausgedruckt werden, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Nehmen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich sage, hier haben wir einen Gruppenfuß, da steht Paketnummern drin, toll, und ein paar Dinge. Aber in der Print-When-Bedingung, also drucke, wenn eine Bedingung erfüllt ist, steht einfach drin, wenn eine Paketnummer hinterlegt ist und es sich um eine bestimmte Verkaufsart handelt, dann drucke das Teil aus. Ansonsten lass es sein. Also diese Informationen oder die Print-When-Bedingung bitte sein lassen. Wenden wir uns jetzt zu den elementaren Dingen zu. Um ein Objekt zu bewegen oder zu verschieben, markieren Sie es mit der Maus und halten die Maustaste gedrückt und bewegen das Objekt. Oder Sie bewegen es mit den Pfeiltasten, mit dem Pfeil nach links, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts oder Pfeil nach oben Tasten. Können Sie dementsprechend die Objekte bewegen. Hilfreich ist auch, dass Sie hier unten in der Statusleiste, wenn es um Ausrichtungen geht, hier Objektpositionen angezeigt bekommen. Objekt oben, Objekt links, Objekt unten. Beispiel, wenn Sie sagen, dass dieses Bildchen oder dieser Platzhalter für ein eventuelles Logo linksbündig mit den Kundenadressen sein soll, dann klicken Sie einmal ein Objekt der Kundenadresse an, schauen hier links 1,03, okay, dann klicken Sie das unser Label an, unser Logo an und bewegen es einfach mit den Pfeiltasten, bis Sie ebenfalls die Position links unten 1,03 erreicht haben. Und somit ist das Objekt hier linksbündig, alles untereinander linksbündig ausgerichtet. Okay, wenn Sie sagen, ich habe ein bestehendes Briefpapier, ich brauche viele Informationen nicht oder viele Dinge nicht, dann schmeißen Sie einfach die Objekte raus, indem Sie die markieren und entfernen drücken. Hier, das ist Ihre Adresse, draufklicken, entfernen, zack und so weiter. Was Sie nicht entfernen sollten, ist dieser Bereich. Dieser Bereich ist maßgebend für die Adressierung des Kunden auf der linken Seite und natürlich für die Identifizierung der Modalität über eine entsprechende Bonnummer, Rechnungsnummer, Lieferschein, Angebotsnummer, Bestellnummer und so weiter und so fort. Das hier sollten Sie bitte, bitte stehen lassen. Okay, dann könnten Sie natürlich auch mehrere Objekte, ich mache es einfach mal mit der Maus, ich ziehe das einfach drüber, könnten Sie jetzt markieren und mit den Pfeiltasten nun bewegen. Also relativ simpel. Okay. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir wollen ein neues Element einfügen. Und zwar, ich sage jetzt mal, hier in diesem Feld Bank Memo werden die hinterlegten Banken für die Zahlungsarten für den Kunden mit zum Ausdruck gebracht. Das heißt, wenn Sie eine Rechnung haben, stehen da Ihre Banken drauf, die maßgebend für den Zahlungseingang sind. Wenn Sie sagen, ich will das alles so nicht haben, ich will das hier alles selber schreiben, dann können Sie das natürlich tun. Hierbei müssen Sie allerdings wissen, dass Wavi Profi 3 in diesen viereckigen Kästchen, also sprich Textboxen, Platzhalter zur Verfügung stellt, die zum Ausdruck gebracht werden. Als simples Beispiel, in Ihrer Adresse My Address, das ist einfach die Datenbank, gibt es eine Spalte Handy und die soll ausgedruckt werden. Wenn
natürlich eine Information im Handy drin steht. Das heißt, wenn die Spalte Handy leer ist, wird Handy nicht mit ausgedruckt. So stellt Ihnen Wabi Profi 3 generell alle Platzhalter zur Verfügung. Und Sie können natürlich sagen, nein, ich schreibe das alles von der Hand rein. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen, Bankmemo schmeißen wir raus. Also ich klicke es an, drücke entfernen und will nun in dieser Toolbar, in dieser Toolleiste einfach dieses A, weil ich ein neues Label einfügen will. Oder wir könnten auch eine Textbox nehmen, geht auch. Oder Sie können auch über Bericht Steuerelement einfügen, hier sagen Etikett. Geht auch. Also, ich klicke auf das A, stelle mich nun auf eine freie Stelle meines Reports und nun blinkt der Cursor dort. Und nun schreibe ich Sparkasse, was weiß ich, meine Stadt, IBAN 123 und BIC, was mache ich denn, 234. Macht jetzt keinen Sinn, aber nur damit Sie sehen, wie es funktioniert. Okay, nun haben wir ein neues Steuerelement eingefügt. Das ist schon mal cool, das ausgedruckt wird. Das können Sie jetzt natürlich, wie vorher erwähnt, links ausrichten, dass Sie sagen, ich vergleiche jetzt mal die Linkspositionen, ja, und richte das dann dementsprechend mit den Pfeiltasten aus, positionieren das richtig, würden das jetzt abspeichern, indem Sie auf X klicken und es würde jetzt ausgedruckt werden. Ein hinterlegtes Steuerelement können Sie auch per Doppelklick die Properties, sprich die Eigenschaften, aufrufen. Und bei Style könnten Sie sagen, pass mal auf, ich will eine andere Schriftart haben, ich will das Ganze zum Beispiel fett haben, in einer anderen Schriftart, in einem anderen Schriftgrad, wie auch immer. So, dann hätten wir es jetzt quasi fett. Sie können natürlich auch sagen, oder Sie können eine Bedingung hinterlegen, dass Sie sagen, drucke es nur dann aus, wenn eine bestimmte Bedingung erreicht ist. Aber dazu müssten Sie wissen, ja, wie die einzelnen Felder mit ihren Spalten heißen. Aber das führt ein kleines bisschen zu weit für solche trivialen Dinge wie das Hinterlegen der Bankverbindung. Okay, wir haben es jetzt abgespeichert, zack, sagen ja, wir wollen das speichern. Und das Schöne ist, Wabi Profi 3 arbeitet immer auf der Kopie. Das heißt, der Originalreport bleibt immer bestehen und Wabi Profi 3 arbeitet immer auf der Kopie. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, haben wir hier in den Ordner Wabi Profi 3 Layouts Reports einen Ordner Original, also mit Absicht falsch geschrieben. Und hier diese Kopien von dem Original. Denn im Originalordner liegen tatsächlich alle Originale und im Reports-Ordner liegen die Bones, die, mit denen Sie arbeiten. Und hier ist unser Unterstrich A4 Bone FRX und FRT. Das heißt, diese beiden Dateien sind maßgeblich und verantwortlich für diesen Report. Und diese sind jetzt eben als Kopie angelegt. Und wenn Sie Folgendes sagen, Fragezeichen, Reporte, dass Sie sagen, Originale aller Reporte wiederherstellen und da draufklicken, wird diese Kopie geleert. Und wenn wir jetzt erneut auf Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke gehen, sind unsere vorhergehenden Änderungen weg, weil das Original oder weil eine Kopie des Originals wiederhergestellt wurde und Sie erneut mit der Modifikation beginnen können. Als abschließender Tipp, sollte ein Report nicht mehr drucken, das heißt, Sie erhalten eine leere Seite, haben Sie definitiv etwas falsch gemacht. Das heißt, Sie haben Ausdrücke, Sie haben Variablen, irgendwas verwendet, was es so nicht gibt oder was der Report nicht auswerten, also zur Laufzeit auswerten kann. Zur Laufzeit meine ich, wenn Sie einen A4-Bohnen erstellen, Beispiel, dann, und Sie haben eine Bedingung reingeschrieben, die es so nicht gibt, dann kann er diese Bedingung nicht auswerten oder einen Feldinhalt nicht auswerten, den es vielleicht nicht gibt, weil Sie ihn falsch eingetragen haben. Ja, und dann erhalten Sie einfach ein weißes Blatt. Dann ist die einfachste Variante Fragezeichen, Originale wiederherstellen. Oder Sie können natürlich auch uns den Auftrag für die Reportanpassung geben, der je nach Aufwand zwischen 10 und 25 Euro dann zu Buche schlagen würde. Aber nichts Dramatisches, dann haben Sie keine Arbeit damit und Sie haben genau das, was Sie wollen. Und Sie brauchen sich hier um nichts kümmern. Aber wenn es was Einfaches ist, könnt ihr das ohne Probleme selber machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss!